Juhu, Plants vs. Zombies, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Plants vs. Zombies. Heute mit Leiter-Zombies. Ja, die werden wir doch mal jetzt mit einer Special Challenge erledigen, nämlich mit Foomshrooms und Gloomshrooms, denn wir haben den Coffee Bean bekommen. Und das klingt nach einem Plan. Das klingt nach einem Plan. Dann nehme ich jetzt so ein Kernapult mit, eine Potato-Mine. Interessant könnte auch, weiß nicht, guck mal da hinten, Affe. Das sollte eigentlich ausreichen. Die werden teuer genug. Sonnenlicht sollten wir genug bekommen, bin mir aber nicht sicher. Ich nehme mal lieber noch ein Pumpkin mit als doppelte Sicherheit. Und dann könnten wir mit Magnet-Shrooms arbeiten. Sieht nach einer schweren Meta aus, probieren wir sie einfach einmal aus. Sunflower. Ich mach alle Zombies platt. Die sind dann total matt. Schalala. So, der erste Zombie müsste jetzt gleich erscheinen. Es werden immer weniger Töpfe. Da kommt er. Können wir hier eine Mine pflanzen? So, die hintere Reihe auf jeden Fall schon mal mit Sonnenblumen specken. Und dann Stück für Stück anfangen, Flowerpots zu pflanzen, so wie die Sonnenblumen alle stehen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Könnt ihr jetzt schon mal anfangen damit. La 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 la, da 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 da. Okay, da kommt schon der nächste. Können wir dann direkt hier eine Mine reinballern? Ansonsten hier anfangen, die Flowerpots überall hin zu potten. Ich bin noch am Überlegen. Skaboosh. Wie ich das am besten anstellen soll. Geneigt, erstmal nach hinten überall Kernkatapulte zu stellen. Hier, der müsste auf jeden Fall mit dem Kernkatapult platt gekriegt werden. Okay. Teil davon zumindest. Magneten, wenn eine Reihe nach vorne müssen wir noch. Ich versuche mal eine Reihe fertig zu bauen, so wie ich sie gerne hätte. Oh je, Mini. Und zwar kein Katapult, so. Brauche ich jetzt das ganze Sonnenlicht, um den hier einmal aufzuwecken. Guten Morgen. Hui, it's Coffee Time. Koffein ist super. Puff. Puff. Oh Gott, da unten kommt ein Hütchenteil. So, du kommst dann auch hier hin. Den werden wir notfalls auch sprengen müssen. Wecken wir dich erstmal auf. Guten Morgen. Guck da nicht so kritisch. Dann kommt hier vorne eine Tallnut hin. So. Step 2 wäre, ihn mit einem Pumpkin zu schützen. Aber erstmal wollte ich natürlich einen Doomshroom draus machen. Ja, ich könnte ja dann nochmal hier, ne, und so, weil da kommt gerade einer drauf zugewankt, den ich so ein bisschen übersehen habe. Upsi daisy. Der macht ja auch so gut Schaden. Nicht schlecht. Okay. Der Plan könnte so klappen. Das gleiche haben wir jetzt dann nochmal oben und unten an diesen Positionen. Dann kommt erstmal hier eine Mine hin, wegen dem Hütchenzombie. Hier kommt dann noch ein Pilz hin. Weil wir müssen die Leiterzombies austricksen. Dafür brauchen wir die Magneten. Und die Eimerzombies. Dafür brauchen wir die Magneten auch. Und überhaupt. Die nächste Meta wollte ich hier machen. So. Sieht alles nach einem schönen Plan aus. Bis jetzt. Zumindest scheint es auch noch zu funktionieren. So. Dann kommst du hier hin. Power to Surprise. Oh, Geld. Habe ich schon wieder fast übersehen. Sowas aber auch, als ob mir sowas passieren würde. Geil. Mina hat überlebt. Okay, das funktioniert. Macht puff, puff, puff. Alles kein Problem. Macht auch gut Schaden, der Puff, puff.
Nächster Puff-Puff. Massenpuff-Puff. Perfekt. Jetzt bräuchte ich das hier als nächstes. Kann ja hier ein Kernkatapult hin. Nüsschen guckt schon wieder so angefressen, das missfällt mir. Okay, das hat auch geklappt. Ich glaube, mit der Meta kommen wir hin. Ich glaube, damit könnten wir es schaffen. Das könnte funktionieren. Ich bräuchte jetzt ein bisschen schneller. Wahrscheinlich die zweiten. Hi, Günther. Na, wie geht's dir so? Ja, mir geht's gut. Wie es dir auch geht, kann ich nicht sagen. Das ist mir aber ehrlich gesagt wieder total Kaffeelatte. So, ja, versuch mal schnell genügend Sonnenlicht zusammenzukriegen, um den nächsten Dümmschrüm zu pflanzen hier. Das heißt, es ist kein Dümmschrüm, es ist ein Blumschrüm, wenn ich es genau nehme. So, Puff-Puff-Power. Tja, Günther, du bist nicht weit gekommen. Ja, ich bin halt allergisch gegen Pilzsporen. Du hast doch gar kein Immunsystem. Wie kannst du allergisch gegen Pilzsporen sein? Ausgerechnet hier oben, wo ich kein... und gar nichts und so, ihr wisst schon. Verdammt. Gut, dass wir ihn regelmäßig einbuchten, also einfrieren so. Oh, der Magnet hat bis dahin gezogen. Exzellent. Pflanze ich trotzdem hier noch einen ein. So. Das ist auch schon, das Nüsschen ist auch schon so angefressen. Ein kleines Nüsschen, nicht das kleine Nüsschen. So, wir brauchen eine Koffeinbohne. Koffein! Sehr gut. Okay, die Meta steht. Jetzt frage ich mich nur, ob wir die ganzen Wellen durchstehen. Also ich muss sagen, die Gloomstürme sind jedes Mal wieder eine Überraschung. Sowas Effektives und Zuverlässiges. Schön. Ja gut, dann fangen wir jetzt mal an, die hier weiter zu schützen. Falls dann doch mal Leiterzombies durchkommen sollten. Sonst erneuere ich einfach die Nüsse. Und dann sollte sich das Problem auch von alleine lösen. Ja gut, der kriegt jetzt nur Schaden von einem. Ich könnte natürlich noch sagen, ich pflanze dann hier noch normale... Puff, puff! Fumschrooms heißen die ja genau. Fumschrooms und Gloomschrooms. Also macht das Ding eigentlich mehr so Fum. 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 Naja, wir werden es nie erfahren. Im Spiel hört sich nämlich nur an wie Blubber. Und außerdem sind wir hier nicht bei Pokémon. Das wäre noch schöner, wenn die ganzen Pflanzen ihre Namen sagen würden. Kernapult! 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 Und die Sonnenblume heißt ja nur Sunflower, genau. Sunflower. Sunflower. Bluebella. Oh Gott. Aha, da kommt er mit seiner Leiter angehumpelt. Keine Chance, Mr. Gemüse. Ja. Ne? Das halt ich von Leitern, wa? Okay. Kann man eigentlich so stehen lassen. Sollte jetzt ich noch irgendwas anderes mitnehmen können als Ersatz? Nee, eigentlich war das eine perfekte Meta so. Gefällt mir. Also mir gefällt das jetzt auf jeden Fall sehr gut. Nö. Alles kaputt bubbeln. Kann man hier auch noch machen. So. Die sind beide gleichzeitig schnell aufgeladen. Gut, dann kann ich also die Fumschrooms mit den Kaffeebohnen immer ganz gut so kombinieren. Dann sind die leeren Lücken auch noch gefüllt und ich muss nur Sonnenlicht sammeln und Geld. Und dann sollten wir bis zum Ende der Welle auf jeden Fall gut durchkommen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Taktik hier so gut funktioniert. Man darf nicht unterschätzen, wie viel Sonnenlicht man doch bei Tage durch Sonnenblumen bekommt. Das ist wirklich ziemlich viel. Ey. So. Ich weiß nicht, ob die bis zu dahin treffen, aber sie greifen ja auf jeden Fall an. Aber sie sind eine gute Abwehr. Falls hier irgendwas schief gehen sollte, können wir hier hinten alles voll mit Gloomshrooms pflanzen. Treffen die? Ja, die treffen sogar bis da vorne. Das ist ja klasse. Das hatte ich gar nicht erwartet, weil die ja eigentlich auch nach gerade treffen, ne? Also die Erbsen prallen an der Schräge halt ab. Deswegen hat man die Katapultpflanzen bekommen für diese Level. Und bei den Pilzen scheint das aber nicht der Fall zu sein.
Deren Hitbox geht voll durch. Das sind die Sporen, die fliegen halt einfach. So, zweite Welle. Na, Günther? Hast du schon genug? Ich genug, ich nie. Ich gehe extra oben lang hier, was sicher ist. Nee, nicht mit dem Mais, das könnt ihr knicken. Diesmal habe ich hier mein Anticholesterinmittel dabei. Kommt ihr gar nicht in Frage mit eurer komischen Sardella, was auch immer. So, aber wenn man Kleinvieh hoch auch Mist. Das war ziemlich weggebübbelt. Eine absolute Unverfrorenheit. Ja, Günther, du kommst hier nicht durch. Das kannst du knicken. Günther übt inzwischen bei Garden Warfare so ein bisschen. Das macht mir etwas Angst. Ich bin mal sehr gespannt darauf, ob er sich im Klaren darüber ist, wie viel Hass er sich von den Pflanzen aufziehen wird, also auf sich ziehen wird, wenn er da im Garden Warfare die ganze Zeit lang rumballert, wie so ein Psychopath. Ich mag Schusswaffen. Es ist ja amüsant, damit umzugehen. Ja, Günther, du meinst, du weißt schon, dass es grauenvolle Rache geben wird, ne? Ich werde auf der Pflanzenseite spielen. Muss keinen Spaß damit haben. So, Mensch, können die Zombies mal schneller kommen? Ich wird langsam langweilig. Kann ich ja nebenbei noch meine E-Mails checken. So, was steht denn da? Praktisch, dass man das iPad nebenbei... Ach, verdammt. Ich könnte auf dem iPad jetzt nebenbei Plants vs. Zombies 2 spielen. Nein, ich habe es immer noch nicht hinbekommen, das iPad an meinen Grabber anzuschließen, weil mein Grabber ja auch noch kaputt gegangen ist. Also die Live Gamer Portable von Alpha Media. Muss ich jetzt wohl auch reklamieren. Lässt sich gar nicht mehr so zurücksetzen, Werkseinstellungen und so weiter und pipapo. Hat alles keine Wirkung. Hört mal auf, so doll an der kleinen Nuss zu fressen. Guck mal, die guckt so glücklich. Sollt ihr nicht anfuttern. Verschämtheit. Komischer Leitertyp da auch nicht. So. Nüsschen auffrischen. Healing Nuts. So. Alles hier mit Pumpkins beschützen. Die haben einen furchtbar langen Cooldown. Der steht so weit weg, dass der hier nicht erreicht wird. Echt? Wie hat er das denn gemacht? Die anderen Zombies sind doch auch ganz nah rangegangen. Butter auf den Kopf. Okay. Das ist jetzt ungünstig. Ich glaube, wir können auch so verfahren, weil die Magneten hier links und rechts eigentlich auch reichen sollten. Sonst pflanze ich ganz schnell noch einen Magnet. Da habe ich kein Problem mit. Mhm. Ja, ja. Hier, seht ihr die? Werden auch gerade nicht getroffen. Nur wenn sie ganz nah... Ah, das sind die Pumpkins. Die Pumpkins verleiten die Zombies so weit weg zu stehen, dass sie von den Gloomshrooms nicht mehr getroffen werden. Das ist interessant. Na, dann lasst mal die Pumpkins wegfressen. Klappt aber auch ohne ganz gut. Also ganz ehrlich, die Foomshrooms, die sind... Wow, also dem möchte ich im Dunkeln begegnen. Wenn die Pflanzen dann meistens im Dunkeln. Na, ihr wisst, was ich meine. Dann fresst! Fresst, unselige Zombie-Horden! Oh, Geld. Verdammt, das ist gerade verschwunden. Ich wollte es gerade anklicken. Also ganz ehrlich, dadurch, dass die ja irgendwie durch alles durchtreffen, kannst du auch so eine ganze Fumschum-Armee hintereinander ballern. 3 Stück oder sowas hintereinander in eine Lane. Sollte eigentlich reichen. Crass. Bunk. Oh, ich sehe nichts mehr. Ja, jetzt geht das wieder. Jetzt müssen sie näher ran. Ah, das ist interessant. Das ist gut zu wissen. Ich das mal schmerzlich herausfinde. Ein Diamond. Ich wollte mal so ein Diamond fallen lassen. Geil, das war ein Bonzen-Zombie. Oh. Los, Kinders, beeilt euch. Haben wir jetzt ganz schön lange für das Level gebraucht. Alleine nur, weil das ganze 3 Wellen sind. Naja. Dafür funktioniert unser kleines Experiment mit den Gloomshrooms eigentlich ganz gut. Bis auf die Pumpkins. Das sollte man dann dementsprechend nochmal überdenken. Das sind dann vielleicht wirklich was, um hier hinten Schutz zu betreiben, aber nicht in der ersten Reihe, wenn man dann mit den Gloomshrooms arbeitet. So, die Final Wave sollte nach dem Ableben dieses Zombies eigentlich erscheinen. Ja! Die Huge Wave of Zombies is approaching.
Nice. Günther, hallo. Ja, ich bin's, der Günther ist hier. Ich habe meine Brüder mitgebracht, die haben sich ihre Leitern gehüllt. Und wir gehen jetzt hier straight drauf zu. In den Krieg, Kameraden. Verdammt, mir ist schon wieder der Arm abgefallen. Ich habe den doch frisch eingeklebt. Was soll denn das? Von wegen, ah! Von wegen hier Sekundenkleber. Der hält nur ein paar Sekunden, deswegen heißt er so. Tja, Günther, ne? Wenn du nicht so gut bist, weißt du, also wenn du nicht gut genug bist, weißt du Bescheid, ne? Oh, das ist ja ein Fest hier. Alles weggepofft. Aber wenn die schon mal nah dran stehen, kann man Pumpkin pflanzen. Also ich bin ganz zufrieden damit. Das lief gut. Oh Gott. Pogo und... Oh Gott. Das wird gar nicht einfach. Das wird gar nicht einfach. Vielleicht arbeite ich dann da mit einer Kombination aus der Schnappertaktik mit den Fooms und Pumpkins und könnte natürlich auch mal ein Level versuchen mit was, wenn wir nur mit Explosionspflanzen arbeiten, also nur mit Dingen, die explodieren können. Das ist wahrscheinlich hier sehr riskant. Na gut, das werden wir aber dann das nächste Mal sehen, wenn es wieder heißt Let's Play Plants vs. the Zombies. Bis dahin, bye!